Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Und wir benötigen noch 5 weitere Funwender, um in die um in den Abfalleimer zu kommen, aka Chum Bucket. Und ich habe hier überlegt, wie wir da noch an Funwender rankommen können, wo noch welche liegen gelassen wurden. Und da ist mir aufgefallen, wir brauchen die gar nicht zu suchen. Es gibt eine viel einfachere Methode. Hast du meine Socken schon gefunden? Noch nicht, Patrick. Oh. Achso, wir haben ja nur, genau, wir haben noch 8 Stück, sind zu wenig. Wir gehen jetzt zu Mr. Krabs und kaufen uns diese Dinger frei. Richtig. Ihr habt genau richtig gehört. Wir kaufen uns die Funwender frei. Denn bei Mr. Krabs, das habe ich gerade nochmal geguckt, können wir uns diese Funwender nämlich grabben. Pass auf. Willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Funwender tauschen? Das ist hochqualitative Handwerkskunst. Beehre mich bald wieder. Eins. Upsala. Da bleibt aber nicht viel übrig. Du willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Funwender? Das ist hochqualitativ. Also, ich merke schon, da kommt nicht krass viel bei rum. Ups. Das ist. Also, einer fehlt uns gleich noch. Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus, Minion. Meinst du etwa, ich hätte Kieljauche im Hirn? Das ist hier keine Wohltätigkeit. 5000 will er noch haben. Also fehlt nicht mehr viel. Alle Neune! Achso, das sind Patricks Dinger, stimmt. Also, er will noch 5000 will er noch haben. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen sammeln. Sag mal, Kumpelblase, warum muss ich eigentlich an diesen Mautstellen mit den goldenen Pfannwendern bezahlen? Darum, SpongeBob. Ha, dagegen kann ich nichts sagen. Den Mautstellen? Welche Mautstellen? Also, 5000 braucht man noch. Es fehlt noch ein bisschen hier. Aber macht nichts. Sammeln wir das alles mal in Ruhe. Wir haben ja Zeit, gell? Nein, Spaß. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich weiß gar nicht, wie ich das zerstören soll. Mit was vor allem? Naja, egal. Kann ich hier rein? War hier noch irgendwas? Da war, glaube ich, so ein... Genau. Was konnte ich hier machen? Gar nichts. Das war hier nur für, ne? Genau. Naja. Dann ist das so. Naja. Haben wir das schon gemacht? Ich denke schon. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... Sick. Wow. 6 Unterhosen. Ich das... bin ein unschlagbarer Schwamm. Ich verstehe. Das machen wir gleich aber nochmal. Das ist natürlich praktisch. Dann sammle ich gleich noch ein bisschen. Dann können wir auch gleich eigentlich die letzte Mission, oder was? Das wäre natürlich der Hammer. Also, Leute, immer schön... Immer schön diese Geldsachen sammeln. Nein. Oh. Wie zum Fick? Sorry. Hä? Warte mal. Ich muss mich quasi ein bisschen tragen lassen. Hallo? Warte. Geht sofort los. Nein! Dreck! 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 Du musst dich wahrscheinlich wirklich tragen lassen. Komm schon, Mann. Alle Neune!
Oh, pff, Junge. Alter, war das knapp. Junge, Junge, Junge. Errungenschaft freigeschaltet. Hello, Bikini Bottom. Oh. So, einer fehlt uns noch. Ein einziger. Und den jucke ich mir jetzt hier mal irgendwie zusammen. Ich hoffe, das kriegen wir noch irgendwie hin. Geschenke öffnen ist klasse. Ich bin rolltastisch. Bei Sandy waren wir schon drin. Tja, da kann ich jetzt nichts weiter machen, als zu lernen, ne? Von Patrick haben wir noch nicht genug. Ich könnte jetzt auch noch mal zu den Jellyfields. Weil wir da noch eine liegen gelassen haben. Da muss ich aber ehrlich sagen, da weiß ich nicht mehr genau den Weg. Ja, ich habe so die Vermutung, da bleibt uns nichts anderes übrig. Ja, es bringt nichts. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Jellyfields nochmal. Dann wird die Folge jetzt halt einfach mal so zum Funbender sammeln. Dann wisst ihr aber wenigstens so ein bisschen, yo, so und so macht man das am besten. Nimm das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute da draußen auch das Problem haben, dass sie am Ende nicht ganz wissen, wo kriege ich die restlichen Funwender her. Ich meine, gut, wir können sie jetzt hier auch eben einsammeln mit dem Geld, ne? Aber wer weiß. Eigentlich unpraktisch. Da ist noch eine Socke. Tja, da müssen wir wohl irgendeinen Knopf drücken, wo ich nicht weiß, wo man ihn betätigen soll. Boah, das war viel weiter schon. Das war bei diesem riesigen Fluss. Wir gucken mal. Wir werden es schon finden. Ja, Jungfrau Mann. Achso, hätte ich jetzt gar nicht runterfahren brauchen. Egal. Dann fahren wir halt nochmal eben eine kleine Tour. Genau hier war jetzt noch irgendwie was. Genau, da müssten wir irgendwie zu Patrick wechseln. Und zu doof, dass ich jetzt nicht weiß, wie wir das machen können, weil... Oder brauchte ich zu Patrick wechseln? Ich weiß gar nicht. Ach, wird schon irgendwie gehen. Ja, wir müssen zu Patrick wechseln. Ach, da. Okay. Weil es war nämlich irgendwo noch so ein großer See, der irgendwie, den wir noch freimachen konnten. Da wusste ich aber nicht wie. Dann habe ich nochmal überlegt und da ist mir aufgefallen, ey, da hätten wir einfach einen Eisblock drauf werfen müssen. Dann hätten wir es geschafft. Naja, wir machen das schon. Finde ich übrigens immer noch richtig schön, auch mit den Farben und so, das Level. Ich meine, wir könnten es auch sonst einfach bei Mr. Krabs holen. Aber ganz ehrlich, wer weiß, vielleicht brauchen wir ja noch diese... die Kohle. Schon viel besser. Wir gucken mal, wie wir was machen. Wird schon irgendwie gehen. Hm.
Das ist irgendwie doof. Ich hätte eigentlich gedacht... Komm, Mann. Das tu dich nicht so. So, einmal. Warte mal, wo komme ich da raus? Hallo? Ah, hier. Cool. Komm, pisst euch. Oh, sag mal. Wie viele davon muss ich denn tragen? Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Mein Gott. So. Da müsste es jetzt irgendwo sein. Was, hier? Ja, hier war's. Sehr gut. Da weiß ich noch ganz genau. Nämlich... Da ist irgendwo ein goldener Pfannwender versteckt. Wenn wir da jetzt irgendwie einen Eisblock reinwerfen, dann können wir nämlich auch an diese ganzen gegnerischen Generators kommen. Strahlend weiß. Frage ist nur, wo haben wir hier einen... Pass auf, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir machen damit mal kurz einen Prozess. So, jetzt brauchen wir noch einen Eisblock. Es glänzt. Den kriege ich bestimmt von irgendwo da oben. Na, spring. Was in der Luft, ey? Ich will doch nur einen Eisblock. Dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt? Oh, oh, der macht gleich Bumm. Ich werde sie zerschmettern. Ah, Tartarsauce. Autsch. Nochmal! Schon viel besser, hart wie ein Pelz. Autsch! Oh, in jedem mein Gott. Geschenk! Autsch! Gerade bin ich auch voll am Verkacken, ey. Kann's keiner erzählen. Ich brauch doch nur einen Eisblock, Mann. Mehr brauche ich doch gar nicht. Nur einen Eisblock. Muss doch hier irgendwo einer sein. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Oh, Junge, der mit seiner verstrecksten Tartarsoße. Ich bang den Leich seine Mutters Ehre. Junge. Nee, ne? Ey. Jetzt ist da unten auch schon wieder diese Scheiße. Ich kotze ins Essen. Die Gegner sind manchmal hier ein bisschen ätzend. Ja, komm. Da ist ein Eisblock. Da ist er. Ich glaube nämlich, mit dem Eisblock können wir dann nämlich auch den Fluss einfrieren. Oh. Ah, Tartarsauce. Junge. Ey, wenn du es noch einmal machst, du Dreckiger. Ey. Das ist mit Abstand der ätzendste Gegner aller Zeiten. Das kann nicht wahr sein. Strahlend
weiß. So, jetzt muss ich mir einen guten Weg überlegen. Wir müssen viel Zeug herumtragen. Oh ja, super. Das ist natürlich super praktisch. Ja, toll. Haben wir gar nichts gebracht. Warte mal. Oh, eine Socke. Gute Güte, noch einer. Oh, nee, ne? Ganz ehrlich. Weißt du was? Leco mio. Also irgendwo habe ich gesehen, können wir jetzt noch einen Pfannwender bei Thaddäus kriegen. Kann das sein? Ich wusste gar nicht, dass du stehst mir im Licht. Okay. Oh. Du stehst mir im Licht. Are you ready now? Du stehst mir im... Ja. Okay, 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 hör endlich auf herumzuspringen, ja? Wenn du diesen goldenen Pfannenwender bekommst, gehst du dann weg? Ach, Thaddäus, ich wusste, dass du mir helfen kannst. Du bist der Beste. Fass mich nicht an. Ernsthaft? Ernsthaft? Da ist jetzt der Fin... Ach, das gibt's doch nicht. Alter. Ja, gut. Das war also der letzte Pfannenwender. Also ihr seht schon, ihr müsst ihr euch einfach freikaufen und dann guckt einfach hier über diese Map. An verschiedenen Orten. Dort werdet ihr dann sehen... Hier zum Beispiel. Alle vermissten Camper finden, okay. Da seht ihr dann, wo ihr noch welche liegen gelassen habt. Wo ihr noch welche finden könnt. Also ganz praktisch, einfach auf Escape, dann auf dem PC und dann könnt ihr euch hier rumgucken. Das finde ich gut. Da findet man ja relativ schnell noch das, was man sich da holen kann. Läuft nicht planlos rum. Das finde ich ziemlich gut. Naja, Leute, ich würde sagen, wir machen ab hier einen kleinen Cut und dann begeben wir uns in der nächsten Folge in das große Finale von SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom. Ich bin gespannt und an der Stelle würde ich sagen, Leute, danke euch fürs Einschalten und haut rein.